teilnehmen kann ich nicht in den Markt. Und was ist, wenn ich einfach aus dem Aufstand raus will? So, dann schauen wir mal auf den Markt. Wir haben fast 35.000 Mal ins Problem, Mensch. So, es gibt hier Kisten, zwei Ausrüstungsgegenstände, mindestens ein selten. Es gibt Kisten, da sind dann Dings drin. Mal jetzt hier mal kaufen. 10 Stück. Ich kaufe jetzt davon mal 10 Stück. Und dann öffnen wir die jetzt einfach mal. Oh wow. 27. Die Stufe eines Gefolgsmanns wird um 1 erhöht. Und Park. Gülfreund. Okay, nächste Kiste öffnen. Was ist mal dran? Lädt da oben. Ja, dann haben wir ein paar Gefolgsleute für die nächste Map direkt. Und dann hocken wir die einfach da alle rein. Da haben wir einen epischen bekommen. Oh, Level 24, Borgo Scharfauge und Taka der Verrückte 28, das ist gut, Mann. Was haben wir hier? Entsende einen Gefolgsmann in die Garnison. Okay, die Garnison. Was haben wir noch? Ich glaube, legendär ist das Beste, was man ziehen kann an Gefolgsleuten. Ja, müsste. Oh, wir kriegen zweimal episch. Norco der Kümmerliche, beide mit Cargo, finde ich geil. Und 27 Zater der Kommandant, auch episch. Was ist das? Ein Gefolgsmann enthält eine Gruppe Krieger. Das ist auch cool. Zweimal episch aus einer Kiste. So. Dann haben wir hier jetzt noch. Oh, nochmal so einen fetten. Die fetten hier finde ich immer gut, ey. Urkalmer Fehlschädel. 25 ist der, da kriegt man nochmal um eine Stufe erhöht und 28 ist der Typ, ist auch gut. Barga Anschür. Nächste Kiste öffnen. So, da haben wir nochmal episch. Zwei Bogenschützen diesmal. Einer 26, dann haben wir hier eine Gruppe voll Krieger. Und der 25, boah, das ging jetzt so, aber der epische ist gut. So, öffnen wir den nächsten. Oh, wieder einen großen und was episches, das ist gut. 25 ist der Urkram der Kolossale. Und hier haben wir Mozu Zermala, episch Stufe 26. Und hier haben wir gewähren einem Gefolgsmann einen Boost, der die Schildträger in der Nähe stärkt. Okay. Warum hat ein Gefolgsmann der Schildträger hat? Warten auf Garnison. So. Da haben wir. Oh, zwei große, einer episch davon. Das gefällt mir. Sieht mich mal den Namen von dem. Ugram Bergfresser. Dann eine Stufe Upgrade und Fleischgepaar. Der ist 27, der ist 24. Nice. Drei Kisten noch. Dann holen wir noch ein paar Ausrüstungskisten. Mal gucken, was man da so kriegt. So, hier haben wir wieder einen großen. Das ist gut. Artscrails Halbzunge. 27, finde ich gut. Ein Gefolgsmann erhält eine klassenbasierte Champion-Eigenschaft. Oh. Kriegs Treiberstamm. Okay, das ist Gubo Schädelbrecher, Stufe 25. Zwei haben wir noch. Legendär, komm. Legendär muss auch noch drin sein. Kann man legendär ziehen überhaupt in den? Stimmt, oder? Ist halt ultra selten wahrscheinlich. Wieder einen großen epischen. Dann sieht aus, als hätte er einen Rock an. Stufe 28, das ist gut. Und auch Stufe 28. Was haben wir hier? Vorher eine Gruppe Schildträger. Ah, das ist gut. Mit der anderen Fähigkeit kommt man es stärken. So. Da
bekommen nochmal einen epischen, zwei große wieder. Sehr nice. Für 27 Urkram der Verrückteste und Urmaski der Schüchterne. Und hier haben wir nochmal ein Level Up. Also ein Stufen-Upgrade. So, dann gucken wir hier, Beutekiste. Ich kaufe einfach mal eine so und guck mal, ob es das überhaupt lohnt. Ob wir da überhaupt Ausrüstung kriegen in der Stufe gerade oder höher oder wie hoch. Da zwei Sachen drin, mal gucken. Wenn ich kaufe, mal gleich mal 10 Kisten oder so oder 15. Oh, da bekommt man zweimal Dings. Bist du 29, Stufe 29. Es geht aber. Dann machen wir mal 10 Kisten. Ein kleines Pack unbedingt machen mit 21 Kisten. Ich meine, die sind nicht so billig, die Kisten mit dem Zeug hier, aber wir haben so viel von dem Zeug. Oh, da haben wir was Episches bekommen. Stufe 29 und Stufe 29, okay. Normal und selten. 29, Stufe 90 Cent. Alles immer Stufe 29 sein, weil wir gerade Stufe 29 sind. Also immer aktuelle Stufe und dann hängt halt der Seltenheitswert dran. Oh, wieder episch. 20 Schwert. 61 Schaden. Ich glaube, meins macht auch derzeit 61. Was ich habe. Also die Kisten hier lohnt sich, glaube ich, nicht so extrem. Dafür kriegst du halt wieder Zeug raus. Da haben wir wieder ein Schwert, Stufe 29, 60 Nahkampf und einen Dolch, 563 Streichangriff. Dann lieber die Gefolgsmann-Dinger. Hat 20 Gefolgsmänner rausgezogen. Oh, nochmal episch, eine Kapuze. Stufe 29. Selten und normal. 412 Gesundheit waren das. So, nächste. Und was Legendäres muss auch noch drin sein. Ich weiß nicht, ob man da was Legendäres ziehen kann, aber wäre doch geil. So, 26. Da haben wir eben was Besseres gezogen. Da ist wieder was Episches. 26 Schleichen. Ich glaube, ein, zwei haben wir noch. Ja, eine haben wir dann auch noch. Seltenes, ein Bogen. 29, 203. Als die letzte. Vielleicht haben wir Glück. Noch mal was Episches oder sogar ein Legendäres. Und, ah, schade. Nichts. Okay. Aber war doch mal interessant, da reinzugucken. Und der Rest, der wird jetzt einfach verwertet. Also das, man sieht, es lohnt sich nicht so arg, finde ich, diese Items hier zu holen. Wenn man da schon gute Items hat. Da, die kriegt man aus dem Spiel raus. Immer die Stufe, die ihr aktuell habt, und von anderen Leuten bekommt ihr sogar schon höhere. Also, obwohl da haben wir was 29es, da haben wir 26, aber das ist halt das da immer noch stärker. Also, die Kisten mit den Dings lohnen sich nicht, eher die Gefolgsmann-Kisten lohnen sich, meiner Meinung nach. Mach ich das mit einem kritischen Punkt, ja. Nein, man kriegt hier auch wieder gut was zurück, ihr seht es ja selbst, aber... Hat sich jetzt gar keins gelohnt. Wenn nichts Legendäres sieht, lohnt sich nicht. Muss ich auch mal kurz gucken.
Ja, das sind die 20 Gefolgsmänner jetzt. Okay. Dann machen wir jetzt den Endkampf. Ich hoffe, das geht gut. Weil der war letztes Mal so übelst stark. Das ist eigentlich von der Mission. Alte Häufen in der Eisenreiter. Ohne irgendwas Spot auf eine Fähigkeit. Dann machen wir das jetzt mit der Festung, mit dem Festungsangriff. Er hat nur noch den Hauptdings. Mehr nicht. Belagerung haben wir alles verbessert. Dann machen wir den Angriff. Diesmal sind wir sogar zu fünft insgesamt. Vier meiner Truppen. Starke Truppen habe ich rausgesucht. Mit Krauk natürlich. Wie viel Krauks haben wir? Ein oder zwei? Eine? Einen anscheinend. Aber nur ein. Ich finde es geil, dass da so viele stehen dann hier so. Aber leider nicht alle mitmachen. Das ist nur so ein Teil, der da dort mit reingeht. Das sieht man gleich auf der Minimap unten. Und der Krauk muss wütend sein, da hängt ein Krauk. Okay, wer ist der Häuptling? Bei Dazgurum leicht 40. Du war der Auspeitscher, legendär. Jetzt gehören sie uns. Diese Festung herrscht über das umliegende. Das ist die größte Festung, die wir bis jetzt angreifen. Werden dort eure tumben Schreie ertönen. Und ihr werdet um Gnade flehen. Gnade, die niemals kommt. Die Jungs sind bereit. Mehr als bereit. Oberherr voller Atem, nicht mehr lange! Boah, wie geil es aussieht. Das Spiel ist mega geil geworden. Hey, du hast mir das Leben gerettet, Schocker. Das ist garantiert nicht verbluten, Kollege. Sorry.
zum Übungsgelände. Ja, wo sind die anderen Kollegen? Ich hab keinen Bock da reinzugehen. Das ist wieder so ein Gift-Typ, ist alles gut, Mann. Er hat auf jeden Fall wieder Gefolgsleute, hat eine Bodenfalle. Ja, hat Bodenfallen. Klarer Vorteil für ihn da drin. Sogar 4 Reihen davon. Ich ganz wissen was. Jetzt lernst du, Menschlein, vor diesem Thron zu winseln und zu flehen. Diesmal werde ich einen. Du zuerst. Oh nein, das ist ein Schildträger. Der wird alles abblocken. Hin.
dabei können. Wenn ich sterbe, dann nehme ich dich mit, Turk! Ach, fuck, Kämpfe da drin, die sind fast unmöglich. Die sind so, die sind halt echt schon so gemacht, dass dich jemand retten kommt von deinen Gefolgsleuten, weil du es alleine einfach nicht packen kannst. Ich habe ihn wieder nicht getötet. Ich habe mir zweimal mein Leben gerettet. Ich habe ihn vor und seins gerettet. Das Ende ist zum Greifen nah. Wir zeigten dem dunklen Herrscher unsere Stärke. Wir haben gezeigt, dass der Kampf zwecklos ist. Er weiß jetzt, dass den hellen Herrscher und seine Armee nichts aufhalten kann. Mordor gehört schon bald uns. Das Leben gerettet, Mann. Schwer, Mann. Das ist okay. Ein weiteres Set-Teil. Steine haben wir gar keine mehr. Leute. Wir haben einen keinen Fähigkeitspunkt. Ah, kurz davor, okay. Wozu Stufe 30 sind wir jetzt? Ist da vorne jetzt die Quest frei? Nee. Jetzt ist hier auch nichts Neues dazugekommen, denke ich mal. Ja, die Dinger, das ist keine EP und so. Ja, ein bisschen. Manche geben gar nichts.
0. Okay, dann pass mal auf, dann bauen wir die Weltkarte. Das nächste Gebiet.